Einen wunderschönen guten Abend aus meinem Atelier. Ich bin Alvina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute live mit dem Schritt 8 zum Erfolg, Kontrolle seines Einkommens. Ja. Wir haben unsere Zaubermarker. Ja. Wir brauchen so die Nummer 1, 1 mm und so ein bisschen dickeren. Und wir werden heute ein bisschen über das Geld reden. Und wie kann ich mein Geld so investieren, damit es auch weiter Geld bringt? Und wie kann ich mich motivieren, damit ich meine Ziele so setze, damit sie mehr Geld bringen sozusagen? Es geht um die Neuragraphik. Und wie ich schon gesagt habe, heute ist die Schritt 8 von 10 zum Erfolg, Kontrolle seines Einkommens. Und ich habe gesagt, bei all meinen 10 Schritten geht es darum, dass mein YouTube-Kanal wächst. Ja? Und ihr, im ersten Video haben wir uns Zielen gesetzt und gesagt, okay, was will ich erreichen? Und wenn ihr alle diese 10 Schritte nacheinander malt, dann werdet ihr sehen, wie ihr sich oder eure Business oder, weiß ich nicht, eure Liebe oder eure Gesundheit, je nachdem, was für Thema ihr habt, auf den nächsten Level bringt. Ja? Und heute, wie gesagt, fangen wir dann an. Wir brauchen Blatt Papier. Wir zeichnen immer, das ist ein Format, das ist ein offenes Zeichnen. Da brauchen wir A3 Papier und unsere Buntstiften. Ja, und man könnte natürlich aufschreiben. Und natürlich, wenn ihr das erstmal mit mir zeichnet, dann könnt ihr da schon überlegen, was für Business wollt ihr auf nächsten Level bringen. Und dann können wir gemeinsam, ihr könnt einfach Marker nehmen, ihr könnt einfach Blatt Papier nehmen und wir fangen an mit unseren, was verdienen wir und wie müssen wir das aufteilen, damit es unseres Geld für uns arbeitet. Ja, ich drehe mein Blatt jetzt um. Es geht um die Neuragraphik. Neuragraphik ist schon 7 Jahren auf dem Markt. Erfinder ist Pavel Piskarev. Ich habe bei ihm so eine Weiterbildung gemacht. Ich bin Spezialistin für Neuragraphik und die, die mich nicht kennen, ich habe meine Malschule in Hannover-Kleffelt schon seit 12 Jahren. Und heute in der Live-Format und alle diese Videos werdet ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen und alle Schritte könnt ihr dann sehen. In Neuragraphik geht es das, was wir vorzeichnen, das ist dann halt die grafische Darstellung erstmal und dann kommen wir zu, wenn wir zu Farbe kommen, die Farbe ist Emotion. Ja? Da beide ist wichtig und was auch sehr wichtig in Neuragraphik, wir schreiben immer unsere Datum. Heute haben wir 18.06.2021. Ich schreibe auf Uhrzeit, das ist 21.05 und das Thema ist, das ist der Schritt 8 von 10, Kontrolle seines Einkommens. Wieso ist das wichtig? Weil wenn wir dann sozusagen in 2, 3, 5 Jahren sehen, dann können wir unsere Blatt umdrehen und sagen, okay, das waren damals meine Ziele und jetzt hat das Leben sich doch ein bisschen verändert. Jetzt habe ich ganz andere Ziele und das ist auch sehr interessant, in die Bilder hineinzugehen und sich neu zu entdecken. Für die Komposition nehmen wir auch unsere Marker und wir fangen an wirklich mit einem Kreis, weil es geht, wie gesagt, um die Kontrolle meines Einkommens und dieses Kreis bedeutet sozusagen alles, was ich verdiene. Und bei mir, bei allen diesen Schritten, geht es um den YouTube-Kanal, um die Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und da kann man natürlich die Frage stellen, wie kann ich Einkommen kontrollieren, wenn ich noch nichts verdiene. Aber es ist sehr spannend. Ich kann das jetzt alles so ein bisschen für mich auf dem Blatt so vorzeichnen, sagen wir so, wenn ich 5000 Abonnenten haben, das kann ich dann jetzt hier mir als Ziel, als nächstes Ziel schreiben. Jetzt ist das Ziel 5000 Abonnenten und ab dahin könnte man schon Geld verdienen, schreiben wir so, sagen wir so, ab 500 Euro. Ja, das ist jetzt so ganz, ganz realistisch, ganz klein, weil ich empfehle immer, wenn wir mit
Patienten arbeiten, dass wir zuerst realistische Ziele setzen und dann werdet ihr sehen, dass sie sich richtig schnell in Erfüllung gehen und da könnte man das Ganze auch größer, größer und größer machen. Und egal, wie viel ich verdiene, wenn ich 5.000 verdiene, wenn ich 50.000 verdiene, das ist jetzt eine, nehmt ihr einfach sozusagen eure Ziel, ja, in diesem Kreis schreiben, ja, mein Ziel ist jetzt 5.000 Abonnenten und dann kann ich ab 500 Euro passiv verdienen, ja. Und dann geht es folgendes, in eurer Grafik geht es immer um uns und dann könntet ihr in die Mitte einen Punkt machen und sagen, ich bin wertvoll. Es ist sehr, sehr wichtig. Und dann von diesem Kreis ziehen wir so eine Linie raus. Die neurografische Linie geht, wo wir die nicht sehen möchten sozusagen. Und sie wiederholt sich gar nicht auf seinen Wegen. Ja, das ist ganz wichtig. Über neurografische Linie könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal bei NeuroArt einige Videos schon finden, wo ich das Ganze erkläre. So, ich bin wertvoll und das Erste, wenn ich Geld bezahlen sollte, das sollte ich mich kümmern um meine Sicherheit. Und hier entsteht schon so ein Kreis, ja. Da kann ich dann hier so einen Kreis machen. Und dann kann ich so sagen, okay, 10% geht auf meine Sicherheit. Ja, das ist sozusagen, das ist das, was ich spare jeden Monat. Mindestens, ja. So, und das sollte ich dann nicht anfassen. Und dann gehe ich weiter. Und es ist auch ganz wichtig, da sagt der Mann auch, wenn ihr einen Finanzkurs besucht oder so, den ersten Mensch, den ihr bezahlen sollt, das seid ihr selber. Ja, neurografische Linie, dann habt ihr ihr Lohn gekriegt, ja, und dann von diesem Lohn gehen ca. 30%, das sind so die laufenden Kosten. Ja, die haben wir auch immer. Ja. Dann gehen wir weiter. Damit wir etwas Neues kreieren, damit wir etwas Neues machen, dann brauchen wir auch uns weiterzubilden. So, ziehe ich auch noch eine neurografische Linie. Ja. Und für die Weiterbildung, dann entsteht hier, so bei mir, so hier ist ein kleines Kreis, aber das würde ich genau so machen, wie die Hand jetzt mir das macht. Für die Weiterbildung sollten wir ca. 20% von unserem sozusagen Einkommen abgeben. Ja? Und so können wir immer was Neues kreieren, immer was Neues entdecken. Und wo ich das so erzähle, dann wollte ich dieses Kreis größer machen, weil genau da passieren die Wunder. Ja? Das ist so wie bei Pflanzen. Entweder wachsen die Pflanzen oder gehen sie ein. Ja? Und wenn wir uns nicht weiterbilden, dann bleiben wir so auf eine Stelle stehen und wir entwickeln uns nicht weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Ja? Und dann ist ein spannendes Thema, das ist dann aktive Investitionen. Ja? Und das ist auch ungefähr, das ist jetzt, was ich erzähle, das ist so reine Theorie. Die manchen, die sich schon mit dem Thema Geld beschäftigen, sie wissen das. Das ist jetzt ganz einfachen Sachen, aber wenn man nach diesen Kriterien das so lebt, dann könnte man auch viel, viel, viel mehr erreichen. Und das sind aktive Investitionen. Das ist praktisch das, was auf Dauer Geld bringt. Ja? Das müssen wir Geld verdienen und weiter investieren, ja, in sich und dann, sagen wir, in Immobilien und so weiter. Und so haben wir praktisch 10%, 30%, 20% und hier haben wir auch 20%. Das sind die aktiven Investitionen. So haben wir jetzt unsere 80% schon erschöpft. Und es ist ganz oft, dass wir in Europa und nicht nur haben verschiedene Kredite genommen und das ist auch sehr wichtig, dass wir die auch abbezahlen und das ist ungefähr auch, sollte nicht mehr als 20% von seinem Einkommen sein, sonst geht er kaputt, ja. 20%, das sind die Kredite, ja. Und so haben wir jetzt unsere Kreis gemacht und so könnte man so sagen, okay, so kann ich
schematisch darstellen, wie kann ich meine Einkommen sozusagen kontrollieren. Und dann, wenn es konkreter geht, dann kann man sagen, okay, was brauche ich für mein Wachstum von meinem YouTube-Kanal? Welche Investitionen brauche ich, sollte in erster Linie sozusagen, das passiert auch, wenn er noch nicht so viel verdient. Ich verdiene mit meinem YouTube-Kanal noch kein Geld, aber was investiere ich? Das Wichtigste, was wir haben, das ist unsere Zeit. Ja? Und am Anfang investieren wir, wenn wir neue Business aufbauen, dann investieren wir entweder viel Zeit oder viel Geld, ja, je nachdem, was man so im Überfluss hat. Ganz viele Unternehmen am Anfang haben eher weniger Geld, ja, und das ist dann auch sehr wichtig, dass man sagt, okay, am Anfang investiere ich mein Zeit und so kann ich weiter wachsen. Und dann könnt ihr jetzt, ihr könnt weiter überlegen, was brauche ich noch? Also was ist für mich Kontrolle meines Einkommens, ja? Wie kann ich meine Einkommen kontrollieren und wie kann ich die richtig sozusagen verteilen, damit ich weiter wachsen kann und jeden Tag einfach glücklich und zufrieden jeden Tag in Bett gehe, ja? Und ihr könnt auch überlegen, okay, zum Beispiel, es kommt bei mir so jetzt die Gedanke, wenn ich bei Krediten bin, dann wollte ich noch eine Linie ziehen und ich habe das zum Beispiel in Deutschland nochmal studiert und das war für mich, obwohl ich das noch weiter sozusagen meine BAföG-Darlehen weiter bezahle, das war eine sehr gute Investition, die mich einfach weiterbringt, ja? Und so kann ich das sagen, okay. Manche Krediten sind eine sehr gute Investition in die Zukunft, weil ohne Studium wäre einiges bei mir, naja, anderes gewesen, sage ich so, aber da habe ich schon eine gute grundlegende Wissens gekriegt und das ist unser Thema, so nächste Thema so, weil wenn wir etwas aufbauen, dann brauchen wir bestimmte Wissens, bestimmte Erfahrung und das sammeln wir halt mit der Zeit. Und was ist Neuragraphic? Ich denke, die alle, die mit mir das schon mal gemacht haben, wissen, wir machen erstmal sozusagen unsere grafische Darstellung und dann runden wir alle Ecken ab. Ja? Und wenn diese Linie zum Beispiel hier, die geht irgendwie nicht weiter und das gefällt mir nicht, dann kann ich die noch weiter rausziehen aus diesem Kreis und das ist sozusagen einiges, was mir in Neuragraphic auch sehr gefällt, dass wir das an Universum weitergeben. Ja? Und dann geht es weiter mit der Abrundung. Dafür brauche ich kleinere Marker, weil das ist mit dünneren Marker ist das viel einfacher, das Ganze abzurunden. Da muss ich jetzt nur gucken, welche. So, dann habe ich richtig dünnen. Und dann kann ich in die Ecken dann richtig alle Ecken abrunden. Und ihr solltet verstehen, wir machen in Neuragraphic, wir machen solche Netze. Wir bauen solche Netze, die dann weiter in Universum gehen. Und das ist alles im Fluss. Wir verbinden uns mit bestimmten Wissens, mit unseren Erfolgen. Und hier verbinden wir uns mit einem Thema, mit Thema Geld. Weil ich sage immer, das ist so ein Thema, nicht viele reden darüber, obwohl ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Geld. Wir wohnen in, ich sage immer, wir sind nicht tibetische München, wir wohnen in einer materiellen Welt und da könnte man ruhig sagen, okay, ich liebe das Geld, das ist mir wichtig, ich liebe meinen Beruf und ich bin ganz, ganz, ganz glücklich, dass ich mit meinen Könen auch Geld verdienen könnte. Und es geht nicht nur darum, dass ich mit das, was ich mache, nur meine Rechnungen bezahlen könnte, ja, dafür sind dann nur 30%.
Das ist das Wichtige, dass wir versuchen, mit unseren Tun so weit zu kommen, dass wir nur 30% für unsere laufenden Kosten bezahlen und der Rest sind unsere Sicherheit, unsere Investitionen, unsere Weiterbildung und so weiter. Und natürlich wird einer oder andere sagen, aber wie, ich bin Angestellter und kann jetzt gar nichts, ja, ich komme aus meinem Hamsterrad und ich kann, dann geht 80% von das, was ich jetzt verdiene, auf meine Rechnungen und dann bleibt so wenig für mein Leben. Und dann könnt ihr natürlich überlegen, was kann ich noch machen, was macht mir Spaß, wie kann ich mich weiterbilden, vielleicht neuen Beruf ausüben und. Es gibt der Welt des volle Möglichkeiten. Und hier in Europa sowieso. Ich komme ursprünglich aus Usbekistan. Ich liebe dieses Land. Ich bin dort geboren. Ich habe in Moskau studiert. Aber ich sage immer wieder, hier in Europa haben wir so unendlich viele Möglichkeiten. Der Welt ist wirklich viel, viel, viel offener. Und es ist schade, wenn ein oder andere sagt, nee, ich kann nichts ändern. Ich hasse meinen Job oder so, aber ist halt mein Schicksal. Nein, liebe Leute, ich wollte euch sagen, wir können alles ändern. Und bei Neurografik ist jetzt, wenn ihr anfängt, das Ganze abzurunden, dann werdet ihr merken, dass zu euch auch verschiedene Ideen kommen vielleicht. Ich bin jetzt hier bei 20% bei Weiterbildung und ich überlege schon, was möchte ich als Nächste, ja, wo will ich investieren, sozusagen, damit mein YouTube-Kanal mir auch so weiter Geld, dass ich mit YouTube-Kanal auch Geld verdienen kann. Das erste Ziel war bei mir so 1000 Abonnenten. Das ist jetzt erreicht und das ist das nächste Ziel sozusagen. Wie kann ich damit mit Spaß und Freude Geld verdienen? Und zack. Und was muss ich außer Zeit sozusagen investieren? Und hier steht das Geld und ich habe schon lange gesagt, dass es bei mir die nächste Investition, was es steht, außer Geld, das brauche ich ein Mikro, weil manche sagen, wenn ich zum Beispiel andere Techniken anbiete, so Puring oder so, dann ist meine Stimme so ein bisschen weg und das, was ich unbedingt investieren sollte, und das ist sozusagen ein Mikro zu kaufen. Ja? Und ihr könnt weiter bei euch überlegen, okay, was gehört zu den aktiven Investitionen? Ja? Wo könnt ihr investieren, damit es das sozusagen langfristig auch euch, dass ihr langfristig passiv Geld verdient? Ja? Es können Aktien sein, es können Immobilien sein. Habe ich schon gesagt, ja, hier kommt dann so ein Kreis und vielleicht bezeichne ich hier als Immobilien, das wollte ich natürlich mit mir verbinden, ja, die Linien, bei diesen Kompositionen ziehen wir die alle Linien aus der Mitte, ja, und dann mache ich hier Immobilien und ihr überlegt, wo wollt ihr investieren, ja. Wo wollt ihr eure 20% investieren, damit das richtig... Heute geht es nur so ein bisschen so, das ist so ein kleines Einblick, wie kann ich mein Geld verteilen, damit Geld auf mich arbeitet. Damit ich nicht nur arbeite, um meine Rechnungen zu bezahlen, sondern langfristig so eine Sicherheit für mich schaffe. Und dann fange ich an, so zu investieren, dass das Geld auf mich arbeitet. Ja, das ist so eine wichtige Sache. Und bei Neurografik, wir gehen, wie ihr seht, ich ziehe jetzt dünnere Linien raus. Ja, ich habe so, möchte ich noch ein paar dünnere Linien rausziehen. Und so sieht das schon, so wie gesagt, das Thema ist Kontrolle. So sieht das schon so ein bisschen wie Auge aus. Ja.
Man sollte lernen, ein Leben loszulassen, ja. Aber das, was Thema Geld betrifft, das ist ganz wichtig, dass wir ganz genau wissen, das sollte ich auch lernen, weil ich bin selbstständig schon seit 12 Jahren, aber ich wüsste nicht immer, wie viel Schüler ich habe, zum Beispiel, wie viel Geld ich verdiene und so weiter. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt und er meinte, nee, Albina, das geht so gar nicht. Das musst du ganz genau wissen. Was für Ziele willst du haben? Wie viel verdienst du? Weil bei Selbstständigen wird das so gezählt, immer jeder Monat ist anderes, das ist dann unterschiedlich, das ist nicht, dass das jeder Monat gleich ist. Deswegen war das für mich pauschal ungefähr. Einige kommen, einige gehen. Aber seitdem ich das so mache, kann ich euch sagen, mein Geschäft wächst. Und dann weiß ich ganz genau, wie viel kann ich sozusagen spendieren, wie viel kann ich investieren, weil wir haben jetzt überhaupt nicht über die Spende geredet. Und damit das Gleichgewicht bleibt, dann sollten wir auch nicht vergessen, dass es, ich würde das gefühlt, wollte ich das hier so dieses Kreis machen, das wird unsere vorletzte Schritt bei 10 Schritten zum Erfolg, das ist die Spende. Das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Sache. Und wenn er am Anfang noch nicht so viel Geld hat, zum Beispiel die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, dann bauen die Schulen in Afrika, die unterstützen unterschiedliche Projekte in die Welt, dann ja, pflanzen die Bäume, damit es der Welt grüner wird. Es gibt so viele verschiedene Aktionen, ja. Und wieso macht man das? Damit man wirklich das Geld so ein bisschen in Fluss bringt, ja. Spende ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn ihr zu viel Kredite habt und noch nicht abgeben könnt, dann könnt ihr zum Beispiel eure Zeit spendieren, ja, irgendwelche Aktionen machen, weiß ich nicht, Lesungen in Alzheimer, dass ihr die Freude den Menschen bereitet. Das solltet ihr das für euch finden. Was macht mich glücklich beim Dienen? Wie kann ich den Menschen dienen? Was kann ich Menschen geben? Weil das muss man auch nicht vergessen. Und schauen Sie mal, jetzt wollte ich das hier, meine Spende, die so ein bisschen größer machen. Das war erstmal so richtig klein. Weil das ist interessanterweise, gibt es einen schönen Spruch, wer gibt, gewinnt. Ja? Und wie gesagt, wir hier in Europa können auch vieles machen, vieles geben. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und wie gesagt, wenn er das auch nur so jemandem ein schönes Lächeln schenkt, der so grimmig bei der Kasse steht, dann habt ihr auch schon eine sehr schöne Spende gemacht. Ja? Spende ist es nicht immer Geld. Ja? Wenn ihr kein Geld habt, müsst ihr keine großen Spenden machen. Aber sonst sagt man, dass es immer so auch bei der Spende ca. 10% muss man das auch ja, weitergeben, damit das Geld in Fluss bleibt. Ja? So ist meine Komposition ist zu Ende und ich sehe schon, dass es dann so die Auge fängt an sozusagen so ein bisschen schauen, was da alles passiert. Ihr könnt natürlich weiter zum Beispiel bei euren Bildern sehen, damit das Gleichgewicht kommt. Das ist bei mir hier so ein bisschen zu leer. Und wie gesagt, heute ziehen wir alle unsere neurografischen Linien aus der Mitte. Ja, und nach außen. Das ist heute unser Algorithmus. Ja, und schauen Sie mal, wenn ich diese kleinen Linien anziehe, sozusagen reinziehe, dann fängt mein Bild auch weiter zu leben, weiter sich zu bewegen und so weiter. So. Und wenn die Komposition fertig ist, weil wenn wir neue Linien angezogen haben, dann runden wir alle Ecken ab. Das wird alles abgerundet. Zack, zack, zack. Und dann fangen wir an, das Ganze anzumalen.
Und wenn wir das einmalen bei Neurografik, ist die Farbe, ist das immer eine Emotion. Da könnt ihr euch die Frage stellen, welche Farbe hat zum Beispiel Geld für mich, ja? Und oder welche Farbe hat Kontrolle für mich, ja? Wir haben heute das Thema Kontrolle seines Einkommens und ich bin jetzt bei Farbe Grün gelandet. Mich würde immer interessieren, diejenigen, die die Bilder danach malen, weil viele sagen, dass ich zu schnell male und zeichne, dass ihr mir eure Bilder schickt. Und für mich ist das heute Farbe Grün. Ich habe grüne Augen und ich dachte, okay, wenn das um mein Geld geht und um die Kontrolle meines Einkommens geht, dann mache ich das richtig mit Grün. Ja. Und wie mal die Farbe bei Neurografik ist das immer Emotion. Und damit man das verständlich macht, nochmal zum Thema, wie kann ich das kontrollieren, wie kann man das bei den Zahlen nochmal sagen, da kann ich sagen, okay, wenn ich passiv bei YouTube 500, weil das, es betrifft alle eure Einkommen, ja, zum Beispiel, ihr habt ein Network-Marketing zum Beispiel aufgebaut oder ihr habt einen festen Job und dann habt ihr einen Nebenjob oder ihr habt dann, was weiß ich, 400 Euro Job, ja, das ist, wir sind alle unterschiedlich, oder er hat eine Provision gekriegt für Verkauf von einem Haus, ja, es betrifft immer alles, was wir verdienen, kommt in diesen grünen Topf sozusagen, ja, und dann, ich habe das jetzt hier, wie gesagt, bei mir geht es um Wachstum von meinem YouTube-Kanal und ich sage jetzt Ziel 5000 Abonnenten, dann kann ich ca. 500 Euro verdienen. Und wie werden dann meine Zahlen aussehen? Sagen wir so, dann habe ich mein Ziel, meine 5000 Abonnenten. Ja. Das ist komischerweise, als ich erst den Schritt gemacht habe, dann war mein Ziel 500. Das habe ich jetzt schon längst verdoppelt. Jetzt ist das nächste Ziel 5000. Ja. Das macht auch Spaß, das ist auch so ein bisschen wie im Sport. Ja, das ist das und natürlich wollte ich mein Ziel auch so ein bisschen reinziehen mit dieser Farbe. Zack. So und dann ein bisschen auch rausziehen. Ja? Und hier seid ihr Künstler. Ja? Ihr könnt dann schon so machen, wie es euch gefällt. Ja? So viele Linien reinziehen, wie ihr wollt. Wichtig ist, wenn ihr neue Linien zieht, dann alles abrunden. Ja, das ist wichtig. Ja? So, und nochmal, wie sieht das mit den Zahlen aus? Dann habe ich mein Ziel, 5000 Abonnenten. Dann habt ihr natürlich da eure Ziel. Und hier ist das jetzt dieses passives Einkommen, 500 Euro. Und dann beginnt dieses Spiel von diesen 500 Euro. Kann ich sozusagen 10% spendieren. Ja? Dann gebe ich 10% für die Spende. Das ist dann 50 Euro, ja, kann ich mir dann so aufschreiben, 50 Euro Spende jeden Monat, ja, zum Beispiel, ja. Und dann gucke ich dann so die Kredite, dann habe ich 10% für die Spende, Kredite kann ich dann auch von anderen Sachen nehmen, dann würde ich für Kredite auch von dieser Summe auch noch 50 Euro nehmen, ja. Dann habe ich praktisch diese Summe, diese 20% in zwei Teilen geteilt, 10% für die Kredite, und 10%, naja, wenn ihr keine Krediten habt, dann könnt ihr das auf eure Sicherheit, ja, das ist hier so 10% war unsere Sicherheit und dann könnt ihr dann von diesem Verdienst sozusagen, dann verteilt es sich hier so 50 Euro lege ich dann zu meiner Sicherheit, ja, und dann gehe ich weiter und wenn man das natürlich so 10 Jahre macht, so nach diesem Schema, je früher man das anfängt, desto mehr werden wir sozusagen von diesen Sicherheit haben, desto mehr werden, weil hier bei dem aktive sozusagen Investitionen, das ist so 20%. Und wenn ich nur 500 Euro verdiene und jeden Monat, wenn ich dann hier 100 Euro lege, da könnte man dann auch nach einigen Jahren eine schöne Summe haben. Und wenn man nie anfängt, dann bleibt man immer nur da,
wo man steht. Ja, dann mache ich so, wie gesagt, ich mache jetzt hier so richtig, richtig so mit kleinen Summen, damit das jeder versteht. Das könnt ihr auch mit eure für 100 Euro Job machen oder wie gesagt, oder. So, und dann kommen wir, natürlich laufende Kosten werden von meinem YouTube-Kanal nicht bezahlt, das ist nur eine nette Einkommen. Und dann kann ich dieses Geld sozusagen in mich investieren. Ja, sagen wir so, hier mache ich ein grünes Kreis. Und dann mache ich mir Spaß und Freude, muss auch sein. Ich kann das zum Beispiel in neue Farben investieren oder, ja. Aber wenn ihr zeichnet, sozusagen, wie kann ich Kontrolle über mein Einkommen übernehmen und ihr die ganze Budget nimmt, dann ist das natürlich wichtig, dass wir diese 30% für unsere laufenden Kosten dann haben. Und das Ziel ist, dass man sozusagen, dass das weniger als 50% hat. Ja? Weil wenn mehr als 50% auf laufende Kosten geht, dann wird natürlich schwierig zu sparen. Dann muss man die Möglichkeiten suchen, wo wir mehr verdienen können. Ja? So. Und dann hatten wir noch hier einen Kreis. Das ist so unsere Weiterbildung. Ja? Das wäre sozusagen 100 Euro, könnte ich für meine Weiterbildung ausgeben. Und ich liebe verschiedene Seminare zu besuchen, weil das ist wirklich so, dass man bei anderen viel schneller lernen könnte. Und es gibt zurzeit so viele Möglichkeiten, wo man so viele interessante Menschen bei verschiedenen Veranstaltungen treffen könnte. Das Leben wird langsam auch wieder normal. Und das ist natürlich wichtig, dass es hier Spaß und Freude und dann gleich hier Investitionen in sich, ja. Das ist auch eine wichtige Sache, ja. Weiterbildung und Co. So. Seminare, Weiterbildungen, Bücher. Das zum Beispiel, das könnte auch Sport sein, weil ich habe jetzt einen Personaltrainer. Wir machen jeden Freitag einen Sporteinteil und das ist echt coole Sache. Da motivieren wir uns gegenseitig und so weiter und so weiter und so weiter. Und so wächst unser Bild, ja. Und wir können sehen, okay, was für Farbe fällt mir noch? Was für Farbe will ich noch da geben? Und wie gesagt, es geht heute um das Thema Geld und ich denke, ich brauche hier so ein bisschen goldige Farbe dazu. Und das ist noch so ein bisschen zu hell gefühlt. Dann nehme ich den Ton, den Gelb. Gelb ist die Sonne, das ist die Freude. Das ist auch, wenn man nach Chakren geht, das ist auch so ein bisschen Macht, ja? Je nachdem. Ja? Und dann gehe ich auch nach unten, wollte ich auch ein bisschen von diesem Ton auch dazu geben. Und hier war das Thema bei mir Zeit. Das ist die Investitionen. Was investiert man am Anfang, wenn man neue Business aufbaut? Ja? Entweder Zeit oder Geld. Ja? Ist halt so. Bei meiner Malschule hat es circa 3 Jahre gedauert, bis ich dann so angefangen habe, damit Geld zu verdienen. Erstmal war. Aber ich sage, in Deutschland, Gott sei Dank, ist das so vieles möglich. Wir kriegen auch so Unterstützungen, wenn man Ideen hat, wenn man kreative Ideen hat. Da könnte man auch ja, Businessplan schreiben und loslegen. Ja? Aber es ist natürlich ein Prozess. Das muss man nicht vergessen. Und hier bei mir kommt so irgendwelche Kreischen. Und da würde ich dann auch einziehen. Ja. Und wie gesagt, bei diesem Format zeichne ich ziemlich schnell. Es geht um die Methode, es geht um die Technik. Und es würde mich natürlich sehr, sehr, sehr interessieren, wenn ihr eure Bilder
danach zeichnet und fertig seid, dass ihr mir das schickt, weil das ist für mich immer wieder Inspiration pur, wie eure Farben aussehen, wie eure Bilder aussehen. Und ich bin natürlich immer sehr glücklich, wenn ihr mir schreibt, oh, du begleitest, ich mache das jede Woche mit dir und du begleitest gerade meine Selbstständigkeit. Das ist natürlich für mich die schönste, weil ich liebe, wie gesagt, diese Technik. Sie, kann ich sagen, sie hat mein Leben verändert. Und wenn ich euch damit auch so ein bisschen helfen kann, eure Business auf neue Level zu bringen, dann bin ich auch sehr glücklich und dankbar. Und das ist sozusagen, gehört zu meiner Spende an euch, damit ihr mit mir vielleicht weiter wächst und eure Grenzen überspringt, über eure Grenzen springt und vielleicht auch etwas Neues anfängt und dann sagt, okay, ich versuche es. Ja? So, das war jetzt die Komposition, dann haben wir die Farbe reingebracht und das ist jetzt bei Neurografik, es ist ein sehr wichtiges Thema, wir können planen und das ist im Leben ab und zu auch sehr schwierig. Wir planen und dann sollten wir auch loslassen lernen, ja, dass man das nicht so stark krämpft und jede 5 Minuten guckt, oh, ist das jetzt noch ein Abonnent zu viel oder zu wenig, ist hier jemand abgesprungen und so weiter und natürlich bei euch, bei euren Themen. Es ist wichtig, das Nötigste zu machen und dann loszulassen und mit Neurografik ist das super tolle Sache. Ich nehme den Marker, das ist die 3,8 mm, das ist so ziemlich dicker im Vergleich zu diesem. Ja, das ist 4-mal so breit sozusagen. Und ich nenne das, das ist ein General. Und das ist so wie ein Gebet, ein Universum, ein Gott. Ich mache alles, was in meiner Macht ist, aber ich vertraue und lasse los. Und heute haben wir diese Komposition, dass wir aus der Mitte gehen und dann ich vertraue und lasse los. Ich vertraue und lasse los. Und nochmal, ich vertraue und lasse los. Wie viele Linien ihr macht, das ist eure Entscheidung. Ja? Wichtig ist, dass diese Linien, diese Kraftlinien richtig auf dem Bild oben drauf liegen. So zeigen wir, dass es irgendwelche höhere Macht gibt, die uns hilft. Das ist sehr wichtig, ja. Und das hilft wirklich. Ja? Ich weiß, ich zeichne, ich neurografiere schon seit 3 Jahren und alles, was ich in meinem Leben angezogen habe, das ist einfach unglaublich. Deswegen kann ich nur sagen, ich vertraue und lasse los und mache das, was in meinem Macht steht. Ich mache Weiterbildungen, ich bewege mich weiter und genau das empfehle ich auch euch. Und natürlich, wenn die Kraftlinien schon da sind, dann machen wir die sozusagen, wir runden das auch ab und bringen in unserem Bild rein. Ja? Alle Ecken und Kanten werden dann zusammengebunden. Da, wo die Kraftlinien drauf waren, da gucken wir bei jeder Ecke und verbinden wir das. Und Neurografik ist so eine Technik, wo man mit sich alleine bleibt. Ja? Wie gesagt, ich gebe euch nur kleine Impulse, nachdenken, überlegen. Solltet ihr selber, und das ist eine Technik, die Veränderungen im Leben einzieht. Und wenn ihr keine Veränderungen wollt, dann Finger weg von Neurografik, weil die macht süchtig. ab und zu reichen mir 20 Minuten, wo ich sage, okay, das will ich verändern, das will ich anziehen, zack, gemacht. In einem Tag ist das schon erledigt. Und das ist natürlich, ja, ich habe mir gemalt, dass ich so 78 Kilo wiegen sollte, nach bestimmten Algorithmus. Und dann zicke, zacke, habe ich jetzt Personaltrainer und das ist alles möglich. Ja? Das ist sozusagen, ich benenne das als Neurografik, als Yoga für Gehirn,
Weil wenn wir zeichnen, dann sind wir mit uns und da kommen so viele Ideen. Und wenn ich zum Beispiel alleine für mich zeichne, dann mache ich irgendwelche Meditationsmusik und es geht los. Und es ist auch sehr wichtig, liebe Leute, ich habe auf meinem YouTube-Kanal schon 7 Schritte pro Tag, nur ein Schritt. Weil sonst überfordert ihr euch und das wollen wir nicht. Ja? Deswegen ein Tag, ein Thema. Was auch interessant ist, ihr könntet für ein Thema sozusagen mehrere Bilder malen. Ja? Ihr habt so eine Herausforderung, dann könnt ihr das so in einem Tag zu einem Thema mehrere Bilder malen. Aber zu verschiedenen Themen bitte pro Tag nur ein Thema. Ja? Sonst ist das einfach zu viel. Das ist nur eine Empfehlung. Ihr seid Künstler, alle die neurografieren, Schöpfer seines Lebens. Wir kreieren unsere Leben selber. Wir runden alles ab, was es uns nicht gefällt. Wir ziehen die Sachen an, die uns gefallen. Aber pro Tag nur ein Thema. So, und jetzt, wie ihr seht, wir haben das jetzt, diese Kraftlinien, das ist ein sehr leichtes Bild geworden und diese Kraftlinien liegen so richtig auf dem Bild. Und am Ende ist es immer, immer wichtig, dass wir, wenn wir zum Ende sind, sozusagen, wenn das Bild fertig ist, dann drehen wir unsere Blatt zurück und lesen wir unser Thema. Was haben wir für Thema gemacht? Und das ist jetzt hier, okay, Schritt 8 von 10, Kontrolle seines Einkommens. Will ich das wirklich kontrollieren? Soll mein Einkommen kontrolliert werden? Wir kommen sozusagen zu unseren Antworten. Das Schritt heißt Fixierung. Ja? Was will ich auf mein Bild fixieren? Und ich habe am Anfang gesagt, dass das Kontrolle für mich ist so ein bisschen so wie Auge. Und ich würde das hier so wirklich genauso machen. Der Kreis ist schon da. Den würde ich jetzt auch so lassen und dann mache ich hier wirklich so wie ein Auge. Das wollte ich heute so machen, das ist, dann mache ich dann Schritt sozusagen einen Bogen oben und hier mache ich dann so richtig so eine Trennsack und ich mache eine Linie unten. Ja, so. Das ist, wenn das um die Kontrolle geht, dann ist das für mich so wirklich Auge dran. Das ist meine Fixierung. Und natürlich, wenn wir das fixiert haben, sollten wir auch alle Ecken und Kanten abrunden. Und ich sage immer, bei diesem Moment lasse ich euch alleine. Weil wenn wir zur Fixierung kommen, dann sind wir sozusagen am Ende von unseren Gedanken, das ganze Bild wird dafür gemacht, zu diesen Antwort auf unsere Frage, die wir am Anfang gestellt haben oder zu unserem Thema. Und dann ist das ganz wichtig, dass ihr alleine mit euch seid und alle diese, das wollte ich nur an kleiner Stelle zeigen, alle diese Verbindungen, überall, die entstanden sind, dann wieder mit dünnen Stift abrunden. Ich werde das auch gleich alles abrunden und dann natürlich poste ich das fertige Bild auf meinen Account bei den Instagram und bei Facebook. Da könnt ihr das nachgucken, was ich mit Abrunden meine. Und hier, damit meine Auge auch, damit alle Ecken verschwinden, dann mache ich dann hier so ein paar Linien, die dann auch weitergehen. Und hier auch und dann hier auch abrunden und hier wollte ich auch einen Kreis machen. So. Und ihr seid Künstler, ihr könntet das weiter zu Ende machen. Ich würde das auch zu Ende
sozusagen alles abrunden. Vielleicht würde ich dazu noch ein paar andere Farben machen. Ich drehe jetzt meine Kamera rum und so. Und ich sage euch, oh, es glänzt alles. Ich sage euch vielen lieben Dank, dass ihr mit mir waren, dass ihr diesen Schritt mitgezeichnet habt oder mitgehört habt. Und ich freue mich auf eure Bilder. Und nächsten Freitag um 21 Uhr auf Dara Kunstschule auf dem Facebook zeichnen wir Schritt 9 von 10 bestimmte Wissens. Weil wenn wir ein Business aufbauen, brauchen wir bestimmte Wissens. Und jetzt ist die Frage an euch oder eine Aufgabe für euch für eine Woche. Wo bist du eine Experte? Was kannst du diesen Welt anbieten? Wo ist dein Herz? Wofür brennst du? Und was macht dich wirklich, wirklich glücklich? Ich wünsche euch einen fantastischen Abend und bis zum nächsten Mal. Jetzt werde ich die Tage sozusagen so erscheinen, wie ich bin, weil Freitag mache ich jetzt Sport und ich habe mir gedacht, die Haut, die ist jetzt so erholt und das würde ich einfach sozusagen Wahrheit ohne Schminke einfach so mich zu präsentieren, wie ich bin. Ich finde, das ist auch eine interessante, natürliche Weise, sich zu zeigen nach dem Sport. Das wünsche ich euch auch, dass ihr euch liebt, so wie ihr seid und schätzt, so wie ihr seid. Seien Sie glücklich mit sich selber, zufrieden und Hauptsache gesund. Und bis zum nächsten Mal, eure Dara. Liebe Grüße und bis bald.